Yo Leute, Ruffy hier und damit herzlich willkommen zu einer neuen Theorie. Und Leute, ich muss vorab sagen, ihr habt echt den Vogel abgeschossen. Hört sich zwar dumm an, ist aber so, denn unglaublich, ich habe ja wirklich die Theorie hochgeladen mit den ganzen Königshaki-Zeugs und habe gesagt, wenn das Video 200 Likes bekommt, dann werde ich in den nächsten 2 Tagen die nächste Theorie hochladen. Und es ist gerade 11 Uhr am gleichen Tag, wo ich es hochgeladen habe und die Theorie hat einfach 230 Likes, also wirklich vielen Dank an euch und richtig korrekt, dass ihr da so aktiv seid. Auf jeden Fall geht es dann auch weiter mit dem Königshaki, denn diese Theorie dreht sich darum, dass Whitebeard Königshaki hat, aber es irgendwie, ja, im Marineford-Krieg-Arc nicht benutzt hat. Also, er hatte das Haki gehabt, er hätte eigentlich Ace retten können und auch viele seiner Crewmitglieder retten können, aber irgendwie hat er sein Königshaki nicht benutzt und ich persönlich, als ich den Arc geschaut habe, habe mir nicht so viel Gedanken drüber gemacht, aber im Nachhinein fragt man sich, ein Whitebeard, ja, der am nächsten dran war, das One Piece zu finden, der am nächsten dran war, der nächste Piratenkönig zu sein, hat sein Königshaki im Krieg nicht benutzt. Das ist sehr komisch, denn er hätte wirklich so viel damit rausholen können. Um das Ganze mal anzufangen, Whitebeard an sich hat ja wirklich 267 Schwertwunden, 162 Pistolenschüsse, 46 Kanonenkugeln, einen halben Kopf hat er auch wegbekommen und ja, insgesamt waren das alles 465 Verletzungen, die er erlitten hat. Und Leute, es ist zwar Whitebeard, aber kein normaler Mensch kann diese Verletzung aushalten und dann immer noch stehen, beziehungsweise im Stehen sogar sterben, was auch richtig krass war. Und Whitebeard hat, wie gesagt, sein Königshaki die ganze Zeit nicht verwendet, obwohl ich mir sehr sicher bin, ich glaube, das wurde sogar bestätigt, dass er es hat. Und wenn ihr mal so nachdenkt, Ruffy alleine hat auf Fishman Island 50.000 Leute ausgeschaltet mit seinem Königshaki. Und zu dem Zeitpunkt hat er das Königshaki ungefähr seit 2 Jahren gehabt. Und Whitebeard hatte es schon 20, 30, sogar vielleicht noch mehr Jahre. Deswegen muss er da viel mehr können, denn ich glaube, ein Shanks kann auch so um die 100.000 ausschalten oder irgendwie sowas. Deswegen könnte Whitebeard so viel schaffen, nur mit Königshaki alleine, aber trotzdem hat er es nicht benutzt. Und der Grund dafür ist, ich glaube, Whitebeard hat das Königshaki so benutzt, also eine andere Form sozusagen, um seinen eigenen Tod hinauszuzögern, beziehungsweise um ihn dazu zu bringen, zu stehen und zu kämpfen. Denn Whitebeard war 72 zu dem Zeitpunkt und als wir ihn vorher gesehen haben, war er an Geräte angeschlossen. Er konnte sich nicht bewegen, er konnte nur sitzen. Er war wirklich sehr, sehr geschwächt und ja, er konnte fast nichts tun, deswegen die Geräte halt. Und ja, auf einmal kommt es zum Marineford und er kann stehen, er kann seine Frucht benutzen, er kann wirklich gehen und so. Das scheint alles sehr komisch meiner Meinung nach, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so auffällt. Und um das nochmal ein bisschen zu bekräftigen, sollte man sagen, dass Podcastee Rouge damals schon ihren Tod hinausgezögert hat, was man auch nicht auf dem Schirm hat, denn sie war 20 Monate mit Ace schwanger, glaube ich, können noch 21 sein, bin mir da nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es natürlich so gesehen unmöglich und ja, das kommt auch nicht vor. Trotzdessen hat Rouge Willenskraft ihr erlaubt, ja, so lange schwanger zu sein und ich würde sagen, dass es auch eine Art Königshaki war. Sie hat auch einen Dämonennamen, das würde auch ein bisschen dafür sprechen, auf jeden Fall. Kann ich mir gut vorstellen, dass Königshaki diese andere Form hat, dass man den eigenen Tod vielleicht ein bisschen hinauszögern kann, dass man vielleicht die Schwangerschaft hinauszögern kann und so weiter. Deswegen würde das hier schon Sinn ergeben, da wir es schon wirklich gesehen haben und gerade bei Schwangerschaft ist es was biologisch einfach unmöglich ist. Bei Whitebeard könnte man sagen, okay, er war halt so krass, deswegen hat er es überlebt. Aber nein, ich glaube, das spielt hier zusammen. Das heißt, dass Whitebeard in dem ganzen Krieg die ganze Zeit das Königshaki aufrecht erhalten hat. Wie gesagt, das war eine andere Art von Königshaki, das ihn halt erlaubt hat, weiter zu kämpfen. Und deswegen stand er teilweise nur da rum und hat zugeschaut. Es hat mich auch richtig verwirrt. Whitebeard stand auf seinem Schiff, der Moby Dick hat zugeguckt und ich dachte mir so, hä, wieso guckst du denn zu, wenn deine Söhne sterben? Das ist total komisch. Aber Whitebeard an sich musste so krass mit sich selber kämpfen, um weiter aufrecht stehen zu können, um wirklich weiter zu kämpfen. Denn die Konzentration, die dahinter steckt, sein Königshaki so lange in der Form aufrecht zu halten, muss schon sehr, sehr krass sein. Und deswegen hat er nur das Nötigste getan, beziehungsweise hat er nur gekämpft, wenn es wirklich angebracht war, weil er nicht seine Energie so schnell ausschöpfen wollte, da er genau wusste, dass dieser Krieg sehr lange dauern wird. Und als Ace dann ganz kurz vorm Tod war, hat Whitebeard so etwas gesagt, dass er ja Sengoku aufhalten kann oder die Marine aufhalten kann. Und man hat so gesehen, dass er so ein bisschen diesen Königshaki-Blick gemacht hat und wirklich loslegen wollte. Doch dann ist er zusammengebrochen und hat auch eine kleine Herzattacke, glaube ich. Und das spielt meiner Meinung nach perfekt damit zusammen, dass das Königshaki wirklich ihn aufrecht gehalten hat, dass er wirklich das Königshaki nicht gleichzeitig zum Leben und auch zum Ausschalten von Gegnern benutzen konnte, da die Konzentration dahinter einfach zu hoch war und das mit seinem Alter einfach schlichtweg nicht möglich war. Und er konnte Squaros Attacke auch nicht ausweichen, denn es wurde, glaube ich, gesagt, oder es ist eigentlich schon klar für uns One Piece Fans, dass er ja eigentlich ziemlich einfach der Attacke von Squaro ausweichen könnte, doch es war anscheinend zu anstrengend, das Ganze aufrechtzuerhalten, dass er halt seine Reflexe nicht richtig nutzen konnte und nicht ausweichen konnte. Und ja, so viel dazu. Was auch noch ziemlich interessant ist, dass der letzte Krieg hier noch kommt. Und Oda hat selber gesagt, dass der letzte Krieg so krass wird, dass der Marineford-Krieg ja in den Schatten gestellt wird. Und überlegt mal, wenn Ruffy das Königshaki so benutzen könnte, dass er seine Lebensspanne oder seine Ausdauer oder was auch immer weiter erweitern könnte und dann halt gegen Blackbeard oder Kid kämpft, die vielleicht auch zu dem Zeitpunkt dann Königshaki haben und dann dieser Kampf
richtig krass wird, weil beide viel aushalten können und das richtig in die Länge gezogen wird, aber auf eine gute Weise. Und so kann ich mir vorstellen, dass der Krieg, also der letzte Krieg, nochmal eine Schippe besser wird als Marineford und dass es alles auf einem sehr, sehr hohen Niveau stattfinden wird und so weiter. Also um das zusammenzufassen, Whitebeard war auf Marineford, stand die ganze Zeit nur rum, hat nicht viel gemacht und das lag daran, dass er wirklich sein Königshaki so benutzt hat, damit er sich selber weiter aufrecht stehen lassen kann, beziehungsweise dass er seinen Tod weiter hinauszögern kann. Und das zeigt uns eigentlich wieder auf, was Königshaki drauf hat, beziehungsweise wo sind die Grenzen von Haki. Ich glaube, wir werden noch sehr viel sehen, denn sie sind nicht wirklich gesetzt, weil Haki an sich auch nicht wirklich erklärt wurde, also richtig oder ausführlich. Deswegen war es das von dieser Theorie und da ihr wirklich so krass wart bei der letzten Theorie, muss ich einfach sagen, ich muss euch das wieder anbieten, wenn ihr wirklich 250 Likes auf dieses Video schafft, dann wird die nächste Theorie am nächsten Tag kommen. Ja, 250 ist zwar ein bisschen mehr, aber dafür kommt es auch am nächsten Tag. Ich habe noch ein paar Sachen in petto, deswegen können wir das vielleicht eine Weile so weiterführen. Würde mich auf jeden Fall richtig freuen, wenn ihr wirklich so ausrasten würdet. Wirklich, der Support momentan freut mich sehr. Und auch wirklich die ganzen Kommentare richtig korrekt von euch, dass ihr wirklich da mitmacht, mitdiskutiert und so weiter. Aber so viel dazu. Wie gesagt, 250 Likes für die nächste Theorie am nächsten Tag. Damit würde ich sagen, bin ich raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich sag auch, okay, schön, dass fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Was ist das One Piece oder? Komm schon, sag es mir. Seit so vielen Jahren ohne Hinweis, ja so warten wir. Ist es der Strohhut oder diese Reise? Unsere treue Crew wird uns immer stets begleiten. Durch fremde Zeiten, ist es die Vergangenheit? Das Geheimnis dieser D, sag, was hast du prophezeit? Ist es die Wahrheit über dieses Leid der Welt? Die Pornoglyphen, Robin wurde auserwählt. Warum das Ganze? Planst du eine Rebellion? Warum Luffy? Wird er sich die Krone holen? Er ähnelt Roger, was hat das zu bedeuten? Jeder sieht den König und keiner kann es leugnen. Und jetzt die Allianz, planst du den totalen Krieg? Die letzte große Schlacht, Regierung wird besiegt. Ist es der Anfang dieser neuen Ära?